Wir stehen vor einer massiven Beanspruchung unserer Ressourcen. Und die Antwort darauf müsste einfach im Prinzip sein, die Wirtschaft muss leistungsfähiger sein. Und genau das wird sie eben nicht. Und damit stehen wir vor gigantischen Verteilungskonflikten. Der Ökonom Daniel Stelter blickt sehr pessimistisch auf die Lage in Deutschland und befürchtet Schlimmes, wenn nicht noch etwas passiert. Was geschehen müsste, damit es wieder aufwärts geht, das erfahrt ihr jetzt in meinem Interview mit ihm. Und damit willkommen bei René will Rendite, ich bin Clemens. Hallo Herr Stelter, schön, dass Sie Zeit haben. Ja, danke für die Einladung. Die Bundesregierung feiert sich für die Ansiedlung einer Intel-Fabrik in Magdeburg. Sind die 10 Milliarden Euro gut investiertes Geld? Die kurze Antwort ist nein. Wir geben ja aus über 3 Millionen pro Arbeitsplatz. Wir geben aus pro Bürger dieses Landes ungefähr 120 Euro. Ich habe mal ausgerechnet, wenn wir das umlegen auf alle Bürger vom Baby bis zum Greis, 120 Euro, und zwar egal, ob man Steuer zahlt oder nicht, denn auch die Bürgergeldempfänger zahlen dafür, weil die 10 Milliarden hätten wir woanders ausgeben können. Wir hätten ja die Schulen reformieren können, sanieren können, wir hätten die Infrastruktur sanieren können. Das wäre viel wichtiger. Ich halte das für eine sehr teure Symbolpolitik. Hinzu kommt, da wird gesagt, naja, wir brauchen das ja, weil wir quasi strategische Autonomie brauchen. Dazu zwei Dinge. Zum einen, die Automobilhersteller hatten Probleme nach Corona mit Chips, das ist bekannt. Aber die Ursache ist einfach, sie hatten einfach ihre Bestellungen annulliert und andere haben dann das gekauft, die Computerhersteller. Und dann waren sie eben in der Futterkette erstmal hinten dran. Das war im Prinzip ein reiner Beschaffungsfehler, es war aber kein strategisches Thema. Hinzu kommt die Chips, die in Magdeburg dann gefertigt werden. Da gibt es ja kein Verbot für den Export. Also es ist ein reiner Produktionsstandort für die Welt. Und so gesehen, es gibt ja keine Auflage von uns, dass man es nicht exportieren dürfe. Und vor dem Hintergrund, ja, was ist es jetzt? Wir geben viel Geld aus, siedeln eine Firma an, die dort für die Welt produziert. Es gibt keine Forschung und Entwicklung dort, es gibt keine Verbindungseffekte. Es ist ein sehr teures Prestigeprojekt der Bundesregierung und auch der EU. Die EU will es ja auch. Und es gibt ja auch eine andere Studie, jetzt gerade aktuell vom Bundesrechnungshof, nicht vom Bundesrechnungshof, sondern vom Europäischen Rechnungshof zur europäischen Batteriestrategie, was ja genau dasselbe ist. Da werden auch Milliarden ausgegeben, um Batterieansiedlungen zu bringen. Aber letztlich sagt man dann, na gut, nützt uns aber nichts, weil wir haben die Rohstoffe nicht. Also vor dem Hintergrund, es ist für mich ein Beispiel für verfehlte Symbolpolitik und leider müssen wir alle dafür bezahlen. Aber dahinter steckt doch auch die Idee, dass man nicht in Abhängigkeit gerät und wichtige Industrien im Heimatland hat. Ja gut, da müssen Sie mir sagen, wir werden dann später auch Exportverbote erlassen, wenn wirklich mal Krisensituationen sind. Gut, kann man sagen, ich persönlich halte es trotzdem für ziemlich teuer, weil die Chips, die wir brauchen bei uns für Maschinenbau, für Automobil, sind eigentlich auf dem Weltmarkt verfügbar. Also ich glaube, wenn man wirklich an die Zukunftssicherung denkt in Deutschland, müssten wir viel mehr Geld investieren in Infrastruktur, in Bildung, in die ganze Digitalisierung ohnehin. Das sind wichtigere Themen, als jetzt hier 10 Milliarden auszugeben für eine Fabrik, die im Prinzip dann eben ohne jegliche Auflagen hier produziert. Die USA fördern auch die Ansiedlung von Unternehmen mit Milliardensummen. Halten Sie das auch für einen Fehler oder ist das dort eher eine sinnvolle Industriepolitik? Also die Frage nach USA, der USA ist was anderes. Die USA, was die machen, ist im Prinzip, die sagen, wir wollen bestimmte Industrien hier haben. Und wir wollen im Prinzip die Zukunftsindustrien heute zu uns locken. Und die sagen ganz einfach, wir geben euch generell verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, wir geben euch im Prinzip Steuererleichterungen. Und das ist sicherlich strategischer gedacht, weil die sagen halt, Elektroautos, die gefördert werden sollen von uns, die müssen einen bestimmten Wertschöpfungsanteil haben in USA. Und es ist ja so, wir fördern Elektroautos auch, wenn sie aus China kommen. Ich meine, viele Teslas kommen ja aus China und die Chinesen stehen ja sowieso vor ihrer großen Angriff auf den europäischen Markt. Und wir subventionieren da quasi unabhängig davon, was hergestellt wird. Die USA machen es strategischer. Die USA sagen, in den nächsten paar Jahren werden so und so viele Solarfabriken gebaut, so und so viele Windradfabriken gebaut. Und wir wollen, dass sie bei uns sind. Und wir gehen im Prinzip hin und schaffen die Rahmenbedingungen. Jetzt könnte man natürlich sagen, also erstmal a priori, eigentlich ist es auch nicht gut. Wenn ich missverstehe, eigentlich ist es auch wettbewerbsverzerrend. Jetzt sagen die Europäer, ja, wir wollen da was dagegenhalten. Da muss ich dazu zwei Dinge sagen. Zum einen erinnern wir uns daran, als das Gesetz damals auf den Markt kam in den USA, hat unsere Bundesregierung allen voran, Herr Habeck hat gejubelt, endlich machen die Amerikaner auch Klimaschutz und hat erst 6 Monate später gemerkt, dass es nichts anderes ist, als ein Subventionsprogramm, um Firmen anzulocken. Also insofern fand ich ein bisschen komisch, weil eigentlich stand es damals schon drin im Gesetz. Das zweite ist, die Subventionierung
führt zu einem Vorteil, aber es genügt nicht alleine. Bei Amerikanern haben wir noch andere Vorteile. Stichwort Energiekosten. Wir wissen, je nach Daten, Energie kostet, also Gas zum Beispiel kostet ein, also vielleicht 20% so viel, einige sagen auch 10% so viel wie bei uns. Also ein Zehntel von dem, was es bei uns kostet. Und damit natürlich schon so, da kann ich jetzt viel Subventionen ausrufen, nur wenn die Rahmenbedingungen nicht da sind, dann kommen die Firmen trotzdem nicht oder die Subventionen sind entsprechend höher. Ich habe auch gelesen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass auch Intel auch Zusagen bekommen hat bezüglich des Strompreises vor Ort in Magdeburg, dass der günstiger ist. Das heißt, wir müssten an den Rahmenbedingungen arbeiten. Die Rahmenbedingungen heißt, wie gerade angesprochen, schon Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung, aber eben auch Steuern, Abgaben und vor allem auch Energiepreise. Und zu glauben, wir könnten jetzt einfach nur die Subventionen diese Probleme beheben, ist ja halt nicht gut genug. Also die Amerikaner haben ein gutes Umfeld, billige Energie, tiefe Steuern, viel mehr Deregulierung, viel schnellere Entscheidungsprozesse und setzen darauf noch Milliarden an Subventionen. Und wenn wir sozusagen sagen, ja, wir machen jetzt auch eine Subvention, ohne die grundlegenden Probleme anzugehen, dann wird es nur unsagbar teuer und wird es am Ende nicht viel bringen. Bezüglich der Energiepreise gibt es ja jetzt auch Pläne der Bundesregierung, mit einem Industriestrompreis dagegen zu halten. Sie schmunzeln schon ein bisschen. Das scheint also auch nicht der richtige Weg zu sein. Na, ich finde mal, also ich persönlich, also erstmal mal an, Problemlösung ist ja für mich, dass man Probleme wirklich löst. Wenn man das nur mit Steuergeld kaschiert, dann hat man die Probleme nicht gelöst, man hat sie im Prinzip eben nur versteckt und auf einem sehr, sehr teuren Weg. Also wir haben offensichtlich nicht ausreichend Energie, darum ist Energie so teuer. Der einzige Hebel, Energie billiger zu machen, wäre das Angebot auszuweiten. Die Bundesregierung hat sich trotz der Krise, in der wir uns befinden, dazu entschlossen, noch voll funktionsfähige Atomkraftwerke abzuschalten, also das Angebot zu reduzieren. Karin Göring-Eckardt hat sogar gesagt, wenn weniger Atomkraftwerke da sind, dann sinkt der Strom. Ich meine, das ist dann wirklich wirtschaftsnobelpreisverdächtig, wenn man das Angebot verringert, dass dann die Preise sinken. Normalerweise ist bei gleichbleibender Nachfrage ein Preisanstieg die Folge, aber egal. Die haben also im Prinzip das Angebot verringert. Wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, aufgrund unserer Politik sind die Energiepreise so hoch, deshalb subventionieren wir, dann bedeutet es ja nichts anderes als erstens, dass wir quasi den Fehler eben kaschieren. Zum anderen bedeutet es natürlich auch, dass alle anderen dafür bezahlen. Das heißt, wir bekommen eine Welt, in der quasi wir noch höhere Lasten haben, um die Schäden einer Politik für einen bestimmten Sektor aufzuheben. Jetzt könnte man auch sagen, na gut, das machen wir auch. Man könnte sagen, ja, es ist richtig, das zu tun, weil wir einen bestimmten Zeitraum überbrücken müssen. Also müssen wir sozusagen das gelobte Land der billigen Energiepreise erreichen, da müssen wir eine Brücke bauen. Problem der ganzen Sache ist, wenn wir ehrlich sind, ist es eine Brücke ins Nirgendwo. Weil es gibt kein Szenario, in dem wir zu einer Welt tiefer Energiepreise zurückkehren, solange wir die jetzige Politik fortsetzen. Ich habe es in meinem Podcast vor einigen Wochen mal diskutiert, Stichwort Wasserstoff. Da gab es einen sehr, sehr interessanten Artikel in der Financial Times, einen ausführlichen Artikel. Und die haben halt vorgerechnet, wie gigantisch die Kosten vom Wasserstoff sind. Selbst wenn man annimmt, dass es dort eben Erfahrungseffekte gibt, Skaleneffekte, dass es günstiger wird. Es ist unglaublich teuer. Die kamen am Schluss drauf, nagelt mich nicht genau auf die letzte Zahl drauf fest, ungefähr $150 kostet dann die Kilowattstunde sozusagen Energie aus Wasserstoff verglichen mit $30 mit Gas. Das heißt, die zukünftige Welt, so wie wir sie uns bauen, mit Windrädern, mit Photovoltaik und Wasserstoff, ist unglaublich teuer. Ja, wollen wir jetzt dann die nächsten Jahrzehnte lang die Industrie beim Strompreis subventionieren? Das können wir uns gar nicht leisten. Das heißt, es ist widersinnig. Wenn man möchte, dass energieintensive Industrie in Deutschland eine Chance hat, muss man Energie wirklich billiger machen und nicht selbst subventionieren. Subventionen können wir auf Dauer nicht durchhalten. Und wenn ich jetzt der Manager eines Unternehmens bin und weiß, es kann es eh nicht durchgehalten werden, dann nehme ich jetzt gerne Subventionen mit und verlagere trotzdem. Und das passiert ja genau. Meine BASF verlagert, andere verlagern. Alle, die energieintensiv sind, werden aus Deutschland weggehen. Das ist auch vernünftig. Dann gehen sie eben dahin, wo es grüne Energie im Überfluss gibt. Keine Ahnung, Sahara, wenn die Sonne mal scheint. Oder eben, wenn sie eben in Skandinavien denken, da im Norden, wo es wasserkraftreichlich gibt, etc. Dann gibt es halt Standorte, die sind eben deutlich günstiger und dort wird die Industrie hin migrieren. Und das ist selbst verursacht. Wir sagen, wir sind die Vorreiter, wir machen Energie besonders teuer, dann müssen wir mit den Konsequenzen noch leben. Das Schwierige an der Sache ist ja, dass es keinen Weg zurück gibt. Sie sprachen die abgeschalteten Atomkraftwerke an. Wir werden sie jetzt nicht wieder anschalten oder neue Atomkraftwerke bauen. Ja gut, es ist jetzt ein politischer Entscheid. Ich meine, es gibt 6 Atomkraftwerke, die wurden in den letzten 2-3 Jahren stillgelegt.
Der Rückbau hat noch nicht begonnen. Man muss im Prinzip eigentlich nur die Leute aus dem Ruhestand holen, die man in den Ruhestand versetzt hat, muss Brennstäbe kaufen und Dinge wieder anschmeißen. Und das wäre doch theoretisch noch möglich. Ich meine, darum, das wäre das Vernünftige, das zu tun, aber das ist ja nicht absehbar. Jetzt wird um uns herum wird Atomkraft wieder gebaut, in Polen, in Frankreich bauen sie neue. Ich habe es gerade jetzt gelesen, die Belgier haben jetzt gesagt, sie lassen länger laufen. Die Schweden diskutieren eben, dass sie sagen, wir halten unseren Mix fest, weil Schweden hat einen sehr, sehr günstigen Energiemix aus Wasserkraft und also erneuerbaren Energien und Atomkraft. Und das wird im Prinzip das sein, was passiert. Und wir haben eben einen Weg gewählt. Ich persönlich würde sagen, man kann ihn rückgängig machen, aber ich bin natürlich bei Ihnen, es fehlt der politische Wille. Und obwohl die Mehrheit der Bevölkerung nach Umfragen sich dafür ausspricht, wird das keiner angehen. Und das heißt aber auch, dann lasst uns auch einfach auch ehrlich sein zu uns selbst und sagen, ja, wir wollen gerne, dass bestimmte Industrien nicht mehr bei uns stattfinden. Chemie, Stahl, ähnliche Dinge. Oder wir subventionieren sie auf Dauer, was eben auf Dauer nicht geht. Das können wir ja so sagen. Vielleicht noch ein Wort zu dem Subventionieren. Es gibt ja auch noch nicht nur diesen Industriestrompreis, es gibt ja auch noch diese Klimaabkommen, die das Wirtschaftsministerium jetzt anbietet, nach dem Motto Stahlfirma A, du kriegst von uns jetzt ganz viel Geld, weil du umstellst auf grünen Stahl. Der grüne Stahl ist da natürlich irrsinnig teuer verglichen mit dem anderen Stahl, aber es ist das Richtige. Und wir garantieren dir einfach die Gewinne. Das heißt übersetzt, wir übernehmen auf Dauer den Verlust aufgrund der höheren Produktion, Produktionskosten. Auch da ist die Frage, wie lange hält man das durch? Und zum anderen die Frage noch nach dem Motto, ja, was heißt das eigentlich für das Unternehmen? Ist das eigentlich noch ein Unternehmen? Ich meine, ich habe ketzerischerweise mal gesagt, eigentlich volkseigene Betriebe. Weil wenn ich den Gewinn garantiert bekomme vom Staat, auch gedeckelt steht da drin, wenn es wirklich mal höhere Gewinne anfallen sollten, dann muss man wieder zurückzahlen. Was ist das eigentlich der Unterschied zum volkseigenen Betrieb? Dann muss man immer zu allen wichtigen Entscheidungen bei Herrn Habeck vorsprechen und muss sagen, wir wollen das machen. Das hat aber mit freier Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Und deshalb ist meine These, diesen Deal machen die Firmen, die wissen, sie hätten auf dem Weltmarkt eh keine Chance mehr. Und all die denken oder die wissen, sie haben auf dem Weltmarkt eine Chance, die werden lieber im Ausland investieren, wo ihn nicht Herr Habeck oder ein Nachfolger von ihm dann irgendwann mal ein paar Jahren in ihre Geschäftspolitik hineinredet. Könnte nicht ein verbesserter europäischer Strommarkt die Lösung sein? Ja, das ist ja immer die Diskussion, dass man sagt, wir bauen große Trassen, damit quasi, wenn der Wind in Spanien bläst, dass wir dann Strom in Deutschland haben. Ja, auch das ist theoretisch möglich, muss gebaut werden. In meinem Podcast hat der Herr Professor Tessmer schon gesagt, das wäre so, als würde man auf dem Waldweg eine Autobahn machen. Kann man machen, muss man halt entsprechend investieren, findet noch nicht statt. Das heißt, auch das kostet sehr, sehr viel Geld. Also wir haben da uns, in der Theorie funktioniert das alles ganz gut. Die meisten, die diese Theorie machen, unterschlagen einige technische Herausforderungen, die wir noch haben, weil wir sagen, ja, Wasserstoff müssen wir morgen machen, ja, aber das muss man erstmal realisieren. Und zum Zweiten unterschlagen die halt immer die Kosten. Die Kosten sind gigantisch und das heißt, wir sagen von uns aus, wir gehen voran, was ja glücklich ist, wenn wir das gerne wollen. Nur bedeutet das, dass wir eben freiwillig uns selber einen massiven Kostennachteil bei den Energiekosten einhandeln und da muss man eben auch zugeben, dass bestimmte energieintensive Industrien eben hier nicht mehr zu halten sind. Und dann sagt man, ja, Schulterschwung, ja gut, dann müssen wir halt neue Industrien haben. Ja, stimmt, das würde ich natürlich sagen, naja, so richtig toll ist unser Track Record jetzt nicht beim Entwickeln neuer Industrien. Wir haben schon drüber gesprochen, in vergangenen Podcast-Folgen, ich wiederhole mich jetzt hier, die meisten Industrien, die wir haben, gab es schon, als wir noch einen Kaiser hatten in Deutschland. Und so richtig Neues haben wir nicht. Und darüber hinaus ist es so, es gibt natürlich Dinge zusammenhängen. Die Chemie hängt zusammen mit den anderen nachfolgenden Wertschöpfungsstufen. Also wenn man die Chemie verliert, wenn man Stahl verliert und so weiter, dann hat das eine Ausstrahlungswirkung auf die nächsten Industrien. Und parallel dazu sind wir auch noch bei der Autoindustrie jetzt drauf und dran, platt gemacht zu werden, weil wir die elektrischen Zug vielleicht etwas verpasst haben, verschlafen haben. Ich könnte auch sagen, weil er auch politisch übers Knie gebrochen wurde und dann kommen es eben dann Chinesen mit deutlich günstigeren Autos auf den Markt. Und da muss ich schon die Frage aufwerfen und sagen, nach dem Motto, ja gut, wem haben wir jetzt genutzt? Weil den Weltklima nutzen wir so nicht, aber was wir definitiv erreichen werden, ist ein Rückgang des hiesigen Wohlstands. Und wir sehen ja jetzt auch schon an Wahlergebnissen und an Umfragen, dass das nicht unbedingt zu einer höheren Zufriedenheit der Bevölkerung beiträgt. Eine Unzufriedenheit, die natürlich auch dadurch verursacht ist, durch das ganze Hickhacke um die Wärmepumpen und das Gebäudeenergiegesetz. Ja, ich habe irgendwo gelesen, an dem Motto, wenn wir die drei Atomkraftwerke hätten laufen lassen, hätten wir es im Jahr 2030 mit denen immer noch 50% mehr gespart, als wenn wir diese Wärmewende umsetzen. Wie gesagt, das habe ich gelesen, kann jetzt die Quelle nicht. Kann ich sagen, wirklich stimmt. Nur, es ist, sagen wir mal so, ich kann Bürger verstehen, die einen gewissen intellektuellen Dissens haben, wenn sie sagen so, okay, es geht ums Klima. Auf der einen Seite schalten wir Atomkraftwerke, die wir schon haben, ab, erzeugen sie mehr CO2 und dann machen wir da so eine Maßnahme, die
durchaus einige finanziell zu überfordern droht. Und ich meine, das muss man auch schon im Hinterkopf haben, die Kosten, das heißt immer, ja, die Wärmepumpe kostet 10.000 Euro mehr. Ja, dann sagen die Kritiker, sagen, ja, aber ich muss das Haus noch isolieren, damit sie funktioniert richtig effizient. Dann sagen die anderen wieder, ja, aber das musst du doch sowieso. Das wäre sinnhaft, das zu tun. Man kann mal sagen, das ist alles richtig. Nur, man muss auch hier einsehen, diese Sachen, die rechnen sich oftmals nicht. Auch bei einem höheren CO2-Preis rechnen sie sich einfach nicht. Sie machen sehr viele Maßnahmen, aber die Ersparnis, die sie haben, aber ich pauschalisiere jetzt, das hängt vom konkreten Immobilien ab, rechnen sich eben nicht. Und das ist also ein Dilemma, weil wenn sie sich rechnen würden, würden sie alle schon machen. Und ich habe mal gesprochen mit dem Burkhard Drescher in meinem Podcast. Der Burkhard Drescher ist der Geschäftsführer der Bottropper Innovation City, das heißt GmbH. Und Bottrop ist halt führend in Deutschland beim Stand der Gebäudesanierung. Das macht er. Und er hat halt gesagt damals, naja, wir fördern halt immer das am meisten, was am teuersten ist. Und er hat gemeint, das ist einfach die einfachen Maßnahmen, Dach isolieren, Keller isolieren, bringen bereits einen großen Teil der Ersparnis. Wir müssen nicht überall die Fassade einpacken und die Fenster und so weiter. Und das ist halt das Dilemma. Wir schießen immer auf diese Maximallösung und dabei gilt halt auch hier wie im ganzen Leben die 80-20-Regel. Sie erreichen 80% des Ergebnisses mit 20% des Einsatzes. Und die letzten 20%, die sind unglaublich teuer. Und wir konzentrieren uns immer auf diese letzten 20%. Und wenn ich noch was dazu sagen darf, wahrscheinlich werden Sie sagen, Mensch, der Stelter, ich habe so viele Fragen und der quatscht immer so, aber ich habe auch ein Thema, was mir echt am Herzen liegt, ist dieses Thema der Gebäudesanierungspflichten, die aus der EU kommen. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, da gibt es ja EU-Gesetzentwürfe, die sagen, im Prinzip, wir müssten quasi in verschiedenen Wellen mit den schlechtesten Häusern beginnen, alle Häuser auf den energetischen Standard bringen. Und da gibt es einige Probleme mit. Zum einen ist es natürlich so, dass die Länder, die schon mehr gemacht haben, wie Deutschland, weil bei uns ist es ja kälter als bei Italien, dass wir quasi schon auf einem höheren Standard anfangen. Das wird aber völlig egal, jeder fängt bei seinem Standard an. Und wenn man auf einem höheren Standard anfängt, 80-20-Regel, dann wird es schon bereits teurer. Und da gibt es eine Rechnung von Ernst & Young. Ernst & Young hat gesagt, naja, wenn man davon ausgeht, dass die Sanierung kostet ungefähr 1.000 Euro pro Quadratmeter, und wenn wir davon ausgehen, dass wir ungefähr 80% des Immobilienbestandes in Deutschland noch so modernisieren müssen, dann kamen die auf 3.000 Milliarden Euro Kosten. Das ist schon fast einmal Bruttoinlandsprodukt, das ist ungefähr 4,5 Billionen, logischerweise. Und dann habe ich mir eine Rechnung gemacht, muss dazu sagen, inspiriert von Herrn Schürmann von Flossbach von Storch, habe ich mal geguckt, was ist eigentlich der Wert aller Wohnimmobilien? Ich rede von Wohnimmobilien, ohne Grund und Boden. Und der liegt bei 6.500 Milliarden. Das heißt, im Schnitt, ich war pauschalisiert, müssen wir fast die Hälfte des Gebäudewertes aufwenden für diese Sanierung. Und das ist so, als wenn Sie jetzt, Sie sitzen in München, dann kann man sagen, ich weiß nicht, wo Sie sitzen, Schwabing, das Haus, in dem Sie sitzen, keine Ahnung, gut, schaut relativ neu aus, wahrscheinlich nicht so sanierungsbedürftig, aber das Haus hat ja auch einen Wert. Der Grund und Boden ist teuer in Schwabing, aber auch das Haus hat einen Wert. Das heißt, für Sie mag es vielleicht nicht 50% des Hauswertes sein, sondern 20%. Wenn Sie in der Oberpfalz sitzen oder in Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wo, dann sind die Sanierungskosten dieselben, aber der Wert des Hauses ist ein anderer. Das heißt, wir haben eine Situation, wo Leute im Wert ihres Hauses nochmal sanieren müssen. Und dann kann man sagen, ja gut, dann sollen sie halt das tun. Dann sagen sie, ja, vielleicht habe ich das Geld, ich muss zur Bank gehen. Dann haben sie, wenn sie Glück haben, das Haus schuldenfrei ist, haben sie ja noch das quasi schuldenfreie Grundstück, können das Grundstück beleihen, um das zu machen. Nur die Frage ist, gibt ihnen die Bank noch das Kredit? Vor allem, wenn sie älter sind, wird die Bank sagen, wir geben den Kredit nicht mehr. Und deshalb ist es so ein Problem. Also ich habe es mal bezeichnet als massive Vermögensvernichtung, was da stattfindet. Vor allem immer noch dann, eben wenn man sagt, andere Hebel der CO2-Einsparung, Stichwort vorhandene Atomkraftwerke laufen zu lassen, die nehmen wir mutwillig nicht und verbrauchen andere Dinge. Und da glaube ich eben, ist meine große Sorge eigentlich, dass wir so eine massive Gegenreaktion bekommen werden politisch, dass es sozusagen gesellschaftlich überhaupt nicht mehr vorangehen kann. Und das finde ich persönlich ausgesprochen bedauerlich, weil auch das muss ich sagen, ich bin natürlich selbstverständlich für Klimaschutzmaßnahmen. Ich halte nur daran fest, dass wir natürlich das machen sollten, was effektiv was bringt und effizient ist und nicht Geld ausgeben sollten für Dinge, die einen relativ geringen Effekt haben und andere Dinge, die einen großen Effekt hätten, einfach aus ideologischen Gründen nicht machen. Anderes Thema. Sie sprachen vor kurzem in einer Sendung über die sinkende Produktivität in Deutschland. Liegt hier der Schlüssel für eine Lösung vieler Probleme, die wir haben, wie Fachkräftemangel, Inflation und so weiter? In der Tat. Also wir haben natürlich das Problem erstmal, dass Produktivitätszuwächse faktisch auf Null gefallen sind in den letzten Jahren.
Ich muss dazu sagen, Deutschland ist nicht alleine. Wir haben ein Phänomen in der westlichen Welt. Meine persönliche Vermutung ist, es hat sehr, sehr viel damit zu tun mit der Geldpolitik, weil die Geldpolitik Geld so billig gemacht hat. Hat es sich für Firmen eher gelohnt, Aktien zurückzukaufen, auf Kredite spekulieren als in oder Wettbewerber zu übernehmen, als in wirkliche neue Dinge zu investieren. Ich glaube, darüber hinaus, was ein Beitrag geleistet hat dazu, dass es dazu gekommen ist, ist, dass eben die Firmen gerade in Deutschland nicht mehr investiert haben. Wir wissen, die deutschen Firmen haben überwiegend im Ausland investiert, hat was mit Standortqualität zu tun. Und da sind wir so eine Abwärtsspirale. Der Staat investiert nicht in die Autobahnen oder in die Bahnstrecken und nicht in die Digitalisierung. Dort wird der Standort schlechter, da kommen die Abgaben noch hinzu. Dann haben wir ein verfallenes Bildungssystem. Ich meine, Iglo-Test, wenn ein Viertel der Viertklässler nicht lesen und schreiben kann. Oder auch generell die Noteninflation. Wir wissen es ja. Wir haben fast 3 Millionen junge Menschen unter 35 ohne jegliche Berufsausbildung. Also wenn wir diese ganzen Faktoren haben, investiert man woanders und dann quasi gibt es eine Abwärtsspirale, eben die sich dann niederschlägt, zum einen weniger Wirtschaftswachstum, aber eben auch weniger Produktivität. Was ist Produktivität? Produktivität ist, was wird pro Stunde erwirtschaftet? Also wenn die Leute arbeiten, wie viel Einkommen erwirtschaften sie pro Stunde? Desto höher, desto besser. Wenn ich also im Stau stehe, weil die Brücke eingestürzt ist oder einschussgefährdet ist, dann verbringe ich Zeit dort, aber es ist sehr unproduktive Zeit. Das heißt, wir haben eben genau den Effekt, dass wir, das ist jetzt ein Beispiel, wir haben den Effekt eben, dass bei uns die Produktivitätszuwächse nicht mehr da sind. Und dann haben wir aber ein anderes Thema. Wir haben nämlich das Problem, wir haben uns viele Aufgaben vorgenommen. Wir haben zum einen natürlich, was wir gerade diskutiert haben, Energiewende, Klimaschutzprogramme etc. Wir haben einen enormen Rückstau an Investitionen. Ich meine, die Schätzung geht Richtung 500 Milliarden, die der Staat investieren müsste, alleine um das Land zu sanieren. Wir haben viele Investitionen, die Unternehmen tätigen müssen. Wir haben darüber hinaus noch Bundeswehr und solche Sachen. Und wir haben ein kleines Problem, Anführungsstriche, klein, ein riesengroßes Problem der alternden Gesellschaft von Leuten, die jetzt erwarten, Rente gehen zu können. Die erwarten, dass sie dann gute Rente bekommen. Die erwarten, dass sie dann gute medizinische Versorgung haben. Und für das haben wir nicht vorgesorgt. Das heißt, wir stehen vor einer massiven Beanspruchung unserer Ressourcen. Und die Antwort darauf müsste einfach sein, die Wirtschaft muss leistungsfähiger sein. Und genau das wird sie eben nicht. Und damit stehen wir vor gigantischen Verteilungskonflikten, vor unglaublichen Verteilungskonflikten. Und diese Heizungsdiskussion gibt meines Erachtens nur einen Vorgeschmack auf das, vor dem wir stehen. Kluge Politik würde deshalb eben nicht 10 Milliarden geben an Intel, würde jetzt nicht sagen, wir subventionieren noch mehr Windradhersteller oder wir subventionieren welche Leute, die Solarzellen hier herstellen wollen. Warum kommen Solarzellen aus China? Weil Energie dort günstiger ist und Arbeit dort günstiger ist. Darum wird es da passieren. Also wir können uns nicht in Wohlstand hinein subventionieren. Was wir aber machen können, ist, wir können die Rahmenbedingungen für Wohlstand schaffen. Und dazu brauchen wir eine Agenda 2030. Wir müssen das Land sanieren. Grundlegend. Infrastruktur. Ich wiederhole jetzt Digitalisierung, Bildungssystem. Und nur wenn wir das machen, haben wir überhaupt die Grundlage, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Statt dass der Wirtschaftsminister am grünen Tisch plant, wie die zukünftige Wirtschaft ausschauen soll, sollte er die Bürger dazu befähigen, den für sich selbst besten Weg gehen zu können. Das ist eben eine Frage von Ausbildung und Rahmenbedingungen. Und wenn er das macht, dann können wir sowohl die Klimaschutzziele erreichen, als auch die alternde Bevölkerung finanzieren, als auch in Zukunft unseren Wohlstand sichern. Nur all das machen wir ja nicht. Und wissen Sie, das Grundproblem ist, ich bin immer mehr der Überzeugung, dass die Politiker, ich meine, wenn man so aufpasst, Politik schelte, wird immer kritisiert, man soll nicht pauschal sagen, aber ganz ehrlich, die Politiker meines Erachtens überhaupt nicht erkannt, wie schlimm es ums Land steht. Es fehlt ihnen darüber hinaus die Bereitschaft, was zu ändern. Und meines Erachtens fehlt ihnen auch die Fähigkeit, was zu ändern. Und die Bürger, also wir alle, wir denken dann so, naja, ich kann jetzt nicht kölnerisch, aber ich sage mal, es ist schon mal gut gegangen, ne? Ist schon mal gut gegangen, sagen die Kölner. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir vergessen, dass wir das letzte Mal, als wir so eine Krise hatten, 2003, als die Schröderschen Reformen kamen, Agenda 2010, ich bin 64er Jahrgang, ich bin Massenprodukt. Da war das Massenprodukt in den 40ern, um die 40. Dann konnte man sagen, okay, wir haben einen riesen Jahrgang, eine riesen Kohorte, die quasi in der produktivsten Phase des Lebens steht. Und jetzt gehen die in Rente demnächst. Und wir haben nicht mehr dieses demografische
Potenzial. Ich missverstehe alle, die später geboren sind, auch alle super, es sind nur weniger. Ja, bevor es böse, ich bin besser, Gottes Willen. Ich will nur sagen, wir sind einfach weniger. Und es weniger sind, die dann quasi auch noch zusätzlich für die 64er und andere der quotenjahrstarken Jahrgänge Renten zahlen müssen und so weiter, dann haben wir diese Fähigkeit nicht mehr. Darum, ich bin total besorgt, es läuft die Zeit davon. Und was ich halt nicht verstehe, ist, wir diskutieren Themen, wir brauchen jetzt nicht so machen, also Gendern und Geschlechter und was weiß ich, alles ganz wichtige Themen, nur gleichzeitig, die Wirtschaft stimmt mit den Füßen ab. Ich meine, Sie haben die Zahlen auch gesehen, die Investitionen nach Deutschland sind eingebrochen, die Investitionen im Ausland sind, also ins Ausland hinaus, aus Deutschland heraus sind auf Rekordniveau. Der Kapitalstock, ich habe schon angesprochen, Kapitalstock ist Maschinenanlagen, Infrastruktur, ist also so stark veraltet in Deutschland wie in keinem anderen betrachteten Land, in der Studie vom VfA. Wir haben jetzt einen Kapitalstock, der ist älter als der Italiens, deutlich älter als der Frankreichs. Und wir nähern uns fast dem Niveau von Großbritannien. Und das ist jetzt, das sind die Zahlen, aber jetzt fahren Sie mal über die italienische Autobahn. Und meine persönliche Erfahrung ist, das ist ein guter Zustand. Ja, wir sind noch besser als die britischen Autobahnen, gebe ich auch zu, aber nicht mehr durchgehend. Ja, wie viele Strecken kennen wir, wo steht 100 wegen Schlaglöchern? Es kann nicht auch sein, dass es jetzt schon 100 ist, weil die Grünen regieren und dieses Tempolimit durchsetzt. Ich weiß es nicht. Aber im Kern müssen wir einfach sagen, wir haben unser Land in den letzten 20 Jahren vergammeln lassen. Und wir denken immer noch, wir sind die Reichen und wir können überall helfen. In Wirklichkeit sind wir auf dem besten Weg, das Armenhaus Europas zu werden. Stichwort Produktivität steigern. Sie sprachen davon, dass unser ganzes Bildungssystem wieder besser werden muss. Aber geht es nicht auch darum, dass sich Investitionen für Firmen wieder lohnen müssen? Genau, da wird immer über Abgaben gesprochen. Ich persönlich würde sagen, naja gut, Abgabenbelastung ist in der Tat hoch, aber sie ist vor allem hoch für die Arbeitnehmer. Also gerade für normale sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer ist es die Abgabenhölle, wie die OECD auch immer zeigt. Für andere vielleicht nicht in dem Maße. Ich persönlich würde bei Unternehmen auch sagen, naja, die Abgabenlast ist ein Aspekt. Also wenn ich mit Unternehmern spreche, glaube ich, es liegt eher an anderen Faktoren. Es liegt an der Infrastruktur, die eben nicht mehr die Standard erfüllt. Für die Abgaben schon gar nicht. Es liegt an den Bildungsproblemen, es liegt an Bürokratie und es liegt eben daran, dass wir immer mehr es mit einem Staat zu tun haben, der denkt, er wisse alles besser, mit Politikern, die selber keine Schulausbildung, also Schulausbildung haben sie meistens, aber kein Studium haben, keine Berufsausbildung, noch niemals außerhalb des politischen Zirkuses eigentlich gearbeitet haben, die dann Unternehmern sagen, wie es geht. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Bevölkerung, die möchte das so. Schauen Sie, ich finde es persönlich erschreckend, dass ein großer Teil der Studenten im Staat arbeiten möchte. Ich finde es erschreckend, dass die Zahl der Selbstständigen zurückgeht. Ich muss dazu sagen, zu Recht, ich kann es nachvollziehen, weil es wird eine Politik gemacht gegen Selbstständigkeit, gegen Unternehmertum. Also es sind schon mehr Rahmenbedingungen. Es hat sehr viel auch mit Kultur zu tun. Wissen Sie, ich weiß nicht, wie Sie die Briefe vom Finanzamt empfinden. Also ich finde die Briefe vom Finanzamt immer nicht so richtig freundlich. Ja. Und es geht nicht darum, weil ich was zahlen muss, sondern es geht einfach um den Stil. Und das ist schon so eine Sache, wo man sagt, so, ich bin hier eigentlich zahle ich hier für Steuern und ich finde eigentlich, man könnte dann dafür auch netter behandelt werden. Stattdessen kriegt man immer von Fratscher und Co. gesagt, nach dem Motto, die reichen und wir müssen noch mehr und so weiter und so fort. Und dann kann ich die verstehen, die sagen, wisst ihr was, Freunde, ich verkaufe jetzt meine Firma an, keine Ahnung, Keuschrecke XY und dann ziehe ich in die Schweiz oder sonst wohin und dann gucke ich mir das von außen an und sage, gut, macht ihr ruhig so weiter, aber ich finanziere den Scheiß nicht mehr mit. Entschuldigung, die Wortwahl, aber so ist es. Und das ist das Problem. Also ich glaube, es ist nicht nur zu sagen, jetzt ach, lassen wir die Steuern senken für Unternehmen, sondern es ist vielmehr, wir brauchen eine Wertschätzung für Unternehmertum. Wir müssen aufhören mit so Diskussionen, endlich hier Vermögensabgaben, Vermögenssteuern, was weiß ich alles zu machen, sondern wir müssen sagen, komm, wir packen gemeinsam an und wir korrigieren das, was in den letzten 20 Jahren falsch gelaufen ist. Ich betone in den letzten 20 Jahren, Sie wissen, das Märchen vom reichen Land. Ich war überhaupt kein Fan von Frau Merkel. Ich finde, sie hat das, was Wirtschaftspolitik betrifft, das Land sehr, sehr schlecht regiert. Und ich bin natürlich da sehr traurig, dass die aktuelle Regierung den eingeschlagenen Kurs mit doppelter Geschwindigkeit fortsetzt. Also noch schlechter als Merkel. Wobei ich dazu sagen muss, wahrscheinlich, wenn das Frau Merkel mit den Grünen regieren würde, würde es wahrscheinlich genauso ablaufen. Also, und es sind nicht nur die Grünen, ich glaube, es ist generell, ich glaube, es fehlt einfach. Es fehlt, wissen Sie, die politische Kraft nicht. Schon die AfD hat eher eine sozialistische Partei, wenn Sie also mal schauen, wenn Sie erklären, was Sie sich wirtschaftlich so vorstellen. Wir Linken brauchen jetzt nicht zu reden. Die Grünen sind zutiefst staatsgläubig, glauben überhaupt nicht an den Markt. SPD brauchen wir jetzt auch nicht groß zu diskutieren. Ist eigentlich, CDU ist inhaltlich entleert, auch wenn sie jetzt versucht, ein neues Programm zu machen. Ja, und die FDP, gut, was soll die FDP machen? Wissen Sie, eine liberale Partei müsste eigentlich bei uns in Deutschland locker 20-25% erreichen, liberale Partei.
aber das liberale Gedankengut findet eben auch kein Widerhall, mag auch an den Akteuren liegen, mag auch, aber in Summe muss man einfach sagen, ja, also was macht man? Man kann eigentlich als Bürger nur entsetzt zuschauen und kann sagen, liebe Freunde, ihr verfehlt alle das Thema, was ihr da gerade macht und ihr kümmert euch nicht um die wirklichen Herausforderungen und die Leute, die das erkennen, gibt es zwei Möglichkeiten, kämpfen oder gehen. Wir sehen, ich kämpfe, ich versuche hier zu kämpfen, darum plaudere ich mit Ihnen, aber sehr viele, muss man einfach sagen, haben sich scheinbar entschieden zu gehen. Und dann gibt es das Letzte noch, das habe ich auch schon gesehen, und wenn Sie auf Twitter unterwegs sind, kriegen Sie ja immer die ganze volle Breitseite, wo Sie sagen, Leute, Gott sei Dank gehen die weg und so weiter, dann sind wir hier alleine. Die Sache ist, liebe Freunde, wenn die alle weggehen, wenn ihr nicht alleine seid, dann ist aber hier ziemlich schnell zappenduster. Also das ist also in Summe keine so eine positive Gemengelage, aber lassen Sie uns doch noch hoffen, dass irgendwie doch noch die Erkenntnis wächst und man saniert. Denken Sie damals zurück, Agenda 2010 hat die SPD gemacht mit den Grünen. Und ich meine, ich finde, Herr Habeck hätte die Chance gehabt, wirklich zum Kanzler zu werden, hätte er letztes Jahr richtig gehandelt. Und hätte gesagt, vergesst mal die ganzen anderen Programme, Atomkraftwerke laufen weiter, wir machen jetzt ein Sanierungsprogramm hier, das sind unsere Prioritäten, Klimaschutz über Innovationen, wir machen finanzielle Anreize. Hätte sogar auf die FDP schieben können, dass die ihn dahin gedrängt hätte. Und damit hätte er meines Erachtens gezeigt, dass das Land voranbringen möchte und hätte eine Chance gehabt. Aber wie gesagt, jetzt sind wir politische Diskussionen gekommen, eigentlich ist Politik nicht mein Thema, insofern am besten streichen wir den ganzen Kommentar jetzt und kommen zur Wirtschaft zurück. Das war jetzt aber eher rhetorisch gemeint, oder? Sie nicken sehr gut. Das wäre jetzt doch schade gewesen, wenn ich das alles hätte rausschneiden müssen. Dann wieder zurück zum Thema Produktivität. Ist es nicht auch so oder wäre es nicht auch so, dass eine Steigerung der Produktivität uns bei unserem Inflationsproblem helfen würde? Ich meine, wenn wir mit gleichem Einsatz mehr produzieren, dann müssten doch die Preise sinken. Ja, ich würde sogar was sagen, das ist die einzige Möglichkeit. Sie haben es jetzt ja eigentlich könnte ich jetzt die Antwort auch schon beenden, aber fassen wir mal zusammen. Die demografische Entwicklung spricht eher dafür, dass Arbeitskräfte knapp sind. Das spricht dafür, dass die Preise steigen. Die Löhne steigen, die Preise steigen. Die Energie, die Dekarbonisierung führt zu höheren Energiekosten, haben wir diskutiert, führt zu Inflation. Die Deglobalisierung führt zu Inflation. Das heißt, es gibt viele Faktoren, wir versprechen in der Tat, dass die Inflation hartnäckiger sein wird. Ich würde auch darüber hinaus noch machen, das wird mal mit den Ds gesagt, Debt, also die Schulden führen sich auch zur Inflation, weil es ganz klar, die Staaten setzen darauf, dass Inflationsraten höher bleiben, um auf diese Art und Weise ihre Schulden zu entwerten. Das ist genau das, was wir erleben werden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn wir hier Inflation dämpfen wollten, dann geht das nur über eine Ausweitung des Angebots. Das heißt, entweder wir haben plötzlich eine Migration gigantischen Ausmaßes von Leuten, die sofort aber alle produktiv sind und arbeiten, haben wir ja leider nicht, oder eben ich erhöhe den Output pro Kopf. Und darum ist Produktivität das Wichtigste. Und wir diskutieren seit Jahren darüber, der Sachverständigenrat schreibt seit Jahren Berichte darüber, aber wir gehen das Thema nicht an. Deshalb, die Antwort ist unbedingt, das ist der einzige Hebel, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Bleiben wir beim Thema Inflation. Die EZB gibt sich ja sehr forsch und will die Inflation weiter bekämpfen. Ist das überhaupt der richtige Weg angesichts der Konjunkturdaten, die ja immer schlechter werden? Das ist eine sehr schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die ehrliche Antwort kann Ihnen wahrscheinlich keiner richtig geben. Also gehen wir nochmal ganz kurz zurück, warum haben wir die Inflation? Die Inflation haben wir, weil wir zu viel Nachfrage haben, relativ zum Angebot. Das Angebot ist etwas gestört gewesen wegen Corona, Lieferketten etc. etc. Wissen wir, die Nachfrage ist etwas höher gewesen, einfach deshalb, weil die Bürger eine Zeit lang kein Geld ausgeben konnten und zum anderen, weil sie viel staatliche Unterstützung bekommen haben, namentlich in den USA, aber auch durchaus in Deutschland. Und darum hatten wir diesen Inflationsschub, erstens. Hinzu kamen die Energiekosten. Die Energiekosten zum einen wegen dem Krieg, zum anderen aber auch, weil wir seit Jahren nicht ausreichend investiert haben in die Erschließung neuer fossiler Quellen weltweit. So, das war der Punkt mit Inflation. Jetzt sagt man, okay, wie kann man Inflation bekämpfen? Im Prinzip muss man entweder das Angebot ausweiten, haben wir gerade diskutiert, Produktivität steigern, oder muss die Nachfrage dämpfen. Die Nachfrage dämpfen könnten wir einfach indem, dass der Staat weniger Geld ausgibt oder die Steuern erhöht. Das würde auch die Nachfragen sofort dämpfen, kann man Inflation auch bekämpfen. Wir müssen wirkungsvolle Maßnahmen. Ich habe beim Podcast jemanden gehabt, der mir sehr gut erklärt hat, dass eigentlich die Staaten die Inflationstreiber sind und nicht die Notenbanken. Die Notenbanken folgen im Prinzip nur. Jetzt kann man sagen, okay, der Staat mag das nicht, dann macht die Notenbank das. Weil die Notenbank hat ja ihr Mandat, die Inflation zu bekämpfen. Also muss die Notenbank die Nachfrage quasi runterdrücken. Das ist im Prinzip, was passiert. Und da sagen Kritiker, bei so einer Inflation, die getrieben ist durch Staatsnachfrage, die getrieben ist durch Lieferkettenstörung, ist es doch eigentlich total unsozial, wenn die Notenbank quasi versucht, über Zinserhöhungen die Inflationskonjunktur zu dämpfen. Das ist im Prinzip das, was argumentiert wird. Jetzt würde ich hinzufügen,
Ohne die Geldmengenausweitung der letzten Jahre, schon vor Corona, aber dann auch während Corona, hätte es Inflation auch nicht gegeben. Weil dann hätte es zwar Lieferkettenstörungen gegeben, aber sie hätten weniger Geld in der Tasche gehabt, sie hätten nicht kaufen können. Hätten sagen können, okay, keine Ahnung, Produkt A ist teurer geworden, dann kaufe ich das zwar, aber ich habe weniger Geld für Produkt B. Dann wäre es zu einer relativen Verschiebung gekommen der Preise, aber es wäre nicht eine Inflation gewesen. Also ohne die Ausweitung der Geldmengen in dem Maß wäre eine Inflation nicht möglich gewesen. Vor dem Hintergrund haben die Notenbanken natürlich eine Mitschuld. Die hätten das nicht mitmachen dürfen. Versuchen das sich jetzt zu leugnen und sagen alle möglichen anderen Gründe. So, jetzt versucht also die EZB die Konjunktur zu dämpfen. Die Zinsen erhöhen sich, wir sehen es im Immobilienmarkt, es führt in der Baukonjunktur, es gibt die ersten Baufirmen, haben wir jetzt gehört, das ist anecdotal evidence, also nicht generell, aber die jetzt sagen, wir müssen Personal abbauen, wir haben keinen Auftragseingang mehr, wir haben leere Auftragsbücher, solche Fälle habe ich zumindest schon mal gehört, selbst im bayerischen Raum. Also es gibt eine dämpfende Wirkung. Und jetzt ist natürlich die Frage, zwei Fragen. Erstens, klappt das? Wie schnell geht es mit der Inflation runter und wie geht es weiter? Und ich würde sagen, ja, die Inflation dürfte deutlich sinken. Wahrscheinlich kriegen wir in der Tat eine Rezession in Europa, aber auch in den USA. Das können wir über den Zeitpunkt streiten, aber ich gehöre in das Lager, die sagen, es wird eine Rezession geben. Und wir werden dann unter Umständen viel früher, als wir uns jetzt vorstellen können, wieder über geldpolitische Stimulierung reden. Es kann sein, dass wir in anderthalb Jahren hier im Herbst nächsten Jahres sagen, ups, Herr Stelter, jetzt haben wir hier, müssen die Notenbanken und die kaufen wieder und die Zinsen sind wieder so tief und so weiter und so fort. Das würde die Kapitalmärkte total super finden. Da kann man nochmal richtig Geld aufnehmen und Schulden machen und Assets kaufen. Alles ist ganz super. Ich würde persönlich sagen, das letzte Hurra in diesem Zyklus und danach haben wir ein echtes, so großes Schuldenproblem, dass wir uns davon nicht mehr drücken können und es echt lösen müssen. Wird die Inflation wieder runtergehen auf Richtung Null? Glaube ich nicht. Sie wird einfach, wie es schon heißt, sticky bleiben. Ich glaube, sie wird strukturell höher bleiben aufgrund der genannten Faktoren Demografie, Deglobalisierung, Dekarbonisierung und so weiter. Und weil die eigentlich Notenbanken wahrscheinlich schon früher wieder lockern, als sie wahrscheinlich denken, einfach weil es irgendwelche Finanzunfälle gibt, weil irgendwelche Fetchfonds und Schieflagen kommen etc. Wenn wir dieser Logik soweit folgen und wir dann auch sagen, Geldmengen sind relevant. Sie wissen ja, Geldmenge ist ja total fui. Also jetzt können wir reinschreiben in die Kommentarfunktion. Der hat nichts. Sie wissen doch, Geldmenge hat mit Inflation nichts zu tun. Was weiß ich, gibt es ein berühmtes Video mit Frau Herrmann und Herrn Thelen bei Lanz, wo sie ihn senken stellt, dass er keine Ahnung hat. Wo man natürlich sagen, nach dem Motto, ja gut, die Geldmengen waren in der Tat 20 Jahre lang völlig irrelevant. Weil, warum, was passiert ist? Weil die Chinesen im Markt kamen. Weil wir hatten so eine gigantische Angebotsausweitung. Sie können Geld drucken ohne Ende, solange das Angebot schneller wächst als die Nachfrage. Das war der Effekt von China im Weltmarkt. Das fällt jetzt ja weg. Das heißt, die Geldmenge ist klar gewachsen und war ein guter Indikator für die Inflation. Und jetzt schrumpfen die Geldmengen. Darum wollten sie hinaus. Die schrumpfen nominal in den USA. In Europa sind sie praktisch bei Null. Falls dann die zu schrumpfen. Real, also Inflationsbereinigt, schrumpfen sie definitiv. Und wenn wir sagen, na gut, erwachsene Geldmengen sind inflationär, dann sind schrumpfende Geldmengen definitiv deflationär. Das heißt, das ist ein Szenario von Rezession, Abschwung von Finanzunfällen, bei dem irgendwie Notenbanken wieder gegensteuern werden müssen, also wieder anfangen, Geld zu drucken. Das ist im Prinzip der Zyklus, aber im Prinzip, das Ganze ist nichts anderes wie für mich die Schlussphase einer 40-50-jährigen Entwicklung. 40-50 Jahre lang haben Notenbanken gedruckt und haben Finanzkrisen bekämpft und Geld wurde immer billiger und es war alles ganz klar, Geld wurde immer billiger und wenn die Krise war, wurde Geld immer billiger. Und auf diese Art und Weise haben die Notenbanken der Welt viele, die mit Kredit spekuliert haben, reich gemacht. Und sie haben reich gemacht all die Leute, die Sachwerte haben, Immobilien, Aktien und so weiter. Und das kommt jetzt zum Ende, weil dieses Instrumentarium wird immer brüchiger und gleichzeitig ist die Inflation eben dauerhaft zurück. Wir gehen vielleicht ein bisschen runtergehen, aber sie wird, glaube ich, nicht so stark fallen. Und damit sind wir in einem Umfeld, was gemeingefährlich ist, wo wir im Prinzip eine echte Zeitenwende erleben. Und diese Zeitenwende wird es erforderlich machen, meines Erachtens mindestens finanzielle Repression. Das heißt mindestens eine Phase, wo wir lange Zeit Zinsen haben unterhalb der Inflationsrate, um so die Geldgläubiger zu enteignen. Ich fürchte auch, es wird dazu führen, dass wir deutlich fallende Assetpreise haben werden müssen. Und haben wir die nicht, dann wird die Politik in der Tat über Steuerung agieren. Das ist das, was ich sehe. Aber es ist im Prinzip ein Ende von einer 40-50-jährigen Fehlentwicklung. Und ich persönlich würde sagen, mein Szenario ist halt, es gibt noch ein letztes Hurra. Und dann ist es das. Aber auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen, ich erwarte schon, die Inflation zurückgehen wird, weil ich eben eine Rezession erwarte. Aber ich glaube nicht, dass die Inflationsrate wieder auf Null fallen wird. Wird diese 40-jährige Phase mit einem großen Knall enden, wie manche immer waren, oder lässt sich so ein Crash nochmal vermeiden?
Ja, aber was wir doch erlebt haben in den letzten 50 Jahren, ist eine völlige Auseinanderentwicklung von Vermögenspreisen und Wirtschaftsleistung. Ich meine, das kritisieren ja auch Ökonomen wie Piketty und so weiter, wobei er eben Symptome gut beschreibt, aber die Ursachen nicht erkennt. Wie kam es dazu? Es kam dazu, Geld wurde immer billiger und es wurde immer mehr verliehen. Das heißt, wenn Sie immer mehr Kredit zur Verfügung haben, um Assets zu kaufen und gleichzeitig immer weniger dafür bezahlen müssen, müssen die Vermögenspreise einfach steigen. Die Vermögenspreise wuchsen also deutlich schneller als die Wirtschaft. Und so normales Relation zwischen Vermögenspreisen und Wirtschaftsleistung lässt vielleicht 3 zu 1, 4 zu 1. Also man hat ungefähr 3 bis 4 Mal so viel Vermögen wie Wirtschaftsleistung. Ich rede mal global, weil Deutschland ist sowieso ein ärmeres Land, das ist ein anderes Thema. Und jetzt sind wir so bei 6 zu 1. Das heißt, die Vermögenspreise haben sich deutlich von der Wirtschaftsleistung entfernt. Und jetzt muss man eine Annäherung hinbekommen. Irgendwie ist es nicht auf Dauer haltbar. Man kann nicht sagen, okay, erstes Szenario, es bleibt ewig, wie es ist, es verändert sich nicht. Halte ich für möglich, aber nicht für sehr wahrscheinlich. Einen weiteren großen Anstieg kann ich mir nur vorstellen, wenn Geld gedruckt wird ohne Ende. Nur das wird auch inflationär wirken, das heißt, die Wirtschaftsleistung würde auch hochgehen. Was wir da brauchen, ist eine Annäherung zwischen den Vermögenspreisen und der Wirtschaftsleistung. Es muss wieder quasi ein normaleres Verhältnis entstehen. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Die eine Möglichkeit ist zu sagen, es gibt halt einen Crash. Vermögenspreise brechen komplett ein. Das wäre okay, kann man auch sagen. Problem an der ganzen Sache ist nur, hinter den Vermögenswerten natürlich auch für das Bankensfinanzsystem. Und wenn die Vermögenspreise stark fallen, ist das Finanzsystem insolvent. Müsste vom Staat wieder rekapitalisiert werden. Und darüber hinaus hat es erhebliche realwirtschaftliche Implikationen. Das ist so ein Szenario, große Depression. Will keiner haben. Also ist die Frage, gelingt es uns irgendwie, das nominale Bruttoinlandsprodukt, also wachsen zu lassen? Zum einen real durch Produktivitätsfortschritte, was wir besprochen haben, oder eben durch Inflation, dass wir quasi Vermögenspreise sich nicht mehr so groß nach oben entwickeln. Und wir da quasi über Inflation reinwachsen in diese Vermögenspreise. Umgekehrt natürlich die Schulden entwerten. Und ich glaube, das ist die bevorzugte Strategie. Das wird man versuchen, indem man die Zinsen hält unter der Inflationsrate, um auf diese Art und Weise zu entwerten. Aber es dauert natürlich. Die Unfallgefahr ist dabei sehr groß. Es kann Finanzkrisen geben, es kann Unfälle geben, wo Notenbanken intervenieren müssen. Aber wenn wir es nicht machen, dann wird die Politik sicherlich intervenieren und über Steuern und Vermögensabgaben und Ähnliches dann korrigierend eingreifen. Nun, das ist das Szenario, was wir weltweit im Prinzip haben, was uns natürlich auch trifft, weil wir sind zwar, haben da nie so mitgemacht in Deutschland, aber es beeinflusst natürlich die Weltkonjunktur, es beeinflusst natürlich auch unsere Möglichkeiten, Waren zu exportieren. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Deutschland eben mehr darüber nachdenkt, wie wir unser Land eigentlich sanieren und übrigens auch, wie wir unser Auslandsvermögen anlegen. Da will ich eins nicht vergessen: dieser Vermögensaufbau, der stattgefunden hat, der hat ja ohne uns stattgefunden. Wir sparen zwar immer jedes Jahr fleißig und haben Handelsüberschüsse, aber wir werden nicht reicher. Also unser Auslandsvermögen ist in dem Maße nicht gewachsen, was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass wir es eben schlecht anlegen. Gibt ja Studien, die zeigen, egal wie wir es anlegen, wir legen es immer schlechter an. Aus den Anleihen, Aktien, immer schlecht. Die berühmte Stupid Germany. Genau, Stupid Germany. Und das ist natürlich auch ein Punkt, da sollten wir uns überlegen, wie können wir eigentlich uns besser aufstellen. Aber wie gesagt, auch diese Diskussion wird in Deutschland leider nicht geführt. Herr Stelter, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Mehr Analysen und Kommentare zu Wirtschaft und Börse findet ihr auch in meinem wöchentlichen kostenlosen Newsletter. Den Link für die Anmeldung findet ihr unter dem Video.